Ein herzallerliebstes Willkommen im Lande Eldrador bei den Mini-Creatures der Serie 4. Boah, wir haben hier jetzt schon einen Haufen Charaktere ausgepackt. Sowohl Slato, den Goldenen, wir waren schon in der Lava-Welt und jetzt halten wir uns gerade in der Eiswelt auf. Fred und Itzo haben wir schon ausgepackt und heute kommt Frio. Boah, allesamt tolle Charaktere. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie Frio hier abschneidet. Der Hammer. So, und den habe ich hier noch in seinem Tütchen. Ich hole hier ganz schnell wieder alles raus und wir schauen uns das alles im Detail an. Natürlich auch seine Waffen. Leute, er hat zwei Waffen mit am Start. Kein Schild dieses Mal. Darum lasst uns hier gleich die Waffen hier anschauen. Und das hier, ja, das sind Sicheln, ne? Kampfsicheln, blaue Eissicheln, wie es aussieht, ne? Sehr, sehr, sehr schick. Schaut euch das an, mit Griffen und sehr kantig, eisig gestaltet, in einem schönen Blau, was Schleich hier gewählt hat. Also das sieht richtig, richtig gut aus, ne? Könnte auch ein Fragezeichen sein irgendwo, ne? Aber ist klasse. Richtig, richtig schöne Waffen, das muss man ja mal sagen. Also die sehen echt originell aus. So, und dann kommen wir hier zu unserem Frio. Das ist Frio und der... Wow, der guckt ja richtig, richtig, richtig wild, Mann. Bei Itzo waren die Augen ein bisschen verdreht. Hier ist sein Maul verdreht. Ne? Eine flache Rübe hier oben und natürlich auch unten wieder Löcher, damit ihr es in die Kampfroboter, in den Masterroboter oder ins Katapult einstecken könnt. Sehr gut. Also ein sehr originell gestalteter Charakter. Hier hängen seitlich am Kopf noch so ganz dicke Eiszapfen runter. Hier seht ihr auch einen wunderbaren Unterbiss, die spitzen Zähne, die hier ganz verrückt nach oben stehen. Die Nasenlöcher kann man sehen, das Kinn ist auch ein bisschen verschroben. Ja, dann auch hier sieht man wunderbar die Finger, den Daumen, wo er die Waffen halten kann. Die Füßchen, ja, sind hier eher eckig, man kann hier keine Zehen erkennen. Ansonsten Plattfüße wie alle Charaktere. Auch er hat einen einigermaßen ja, kräftigen Buckel. Hier könnte man noch ein Schild reinstecken oder eine Waffe. So sieht der Kopf von hinten aus. Man kann das Schleichlogo erkennen. Also das ist auch ein schöner Charakter, muss man sagen. Hat ein bisschen was Knochiges, was die Hände hier angeht. Ja? Und ansonsten von vorne ist das echt ein toller Charakter. Ich überlege mir gerade, an was mich das erinnert. Kann es euch nicht sagen. Die Augen sind ebenfalls klasse. Also das Blau gefällt mir wirklich gut. Richtig schönes, dunkles, kräftiges Blau, was hier auch schön glänzt. Ihr seht's, ne? So, und ihm gebe ich jetzt gleich mal hier seine Haken in die Hand. Oder seine Sicheln, wie auch immer. Was ist besser, wenn sie nach oben stehen oder wenn sie nach unten stehen? Was gefällt euch besser? So rum? Oder so rum. Das könnt ihr natürlich machen, wie euch das am besten gefällt. So, die zweite gebe ich ihm auch noch gleich in die Hand. Ist der Hammer, ne? So, jetzt mops ich mal ganz schnell das Schild von Itzo und mache ihm das hier noch auf den Rücken. Ne? Das könnt ihr ja austauschen bei all euren Mini-Creatures. Dann sieht es nämlich so aus, ja? Also Schleich, ihr hättet den Figuren eigentlich immer gerne ja, drei Sachen mitgeben können. Also in dem Preis wäre es, wie ich finde, eigentlich noch drin gewesen. Ne? Dann hätte man die Figur nämlich komplett. Also das finde ich schon super. Ja? Was zum Beispiel auch originell gewesen wäre, wäre hier irgendwie, keine Ahnung, so eine Erweiterung, wo es hochgeht, ein kleiner Propeller oder ein Düsenantrieb, wo die Figuren dann halt, die Mini-Creatures dann entsprechend in ihr Einsatzgebiet fliegen können. Also das hätte mir dann auch wirklich nochmal vielleicht ein bisschen besser gefallen, als nur immer diese Schilder. Ja, ich meine, gut, wir haben es hier mit Fantasy-Wesen zu tun. Da ist doch alles möglich, oder? Oder ein bisschen was Witziges, was weiß ich. Ein Getränkebehälter und so Becherchen zum Ziehen. Könnte man auch machen. Oder von mir aus ein Schulranzen, wäre doch auch witzig. Müssen die eigentlich zur Schule? Auf die Monsterschule? Wer weiß? Ne? So, also hier, komm, Frio. Super Charakter mit seinen zwei sichelartigen Waffen. Der ist schon richtig, richtig krass, der Hammer. Also bis jetzt
ich habe es eben schon gesagt im vorangegangenen Video, super Charaktere, die wirklich gefühlt immer noch besser werden mit noch mehr Details und ja, halt immer noch ein bisschen monströser. Sehr, sehr, sehr gut. Und damit wäre die Eiswelt jetzt auch schon wieder komplett. Ja, wir haben hier Frio, dann den guten Itzo und last but not least den guten Fred. Der steht hier ganz oben. Klasse, oder? Also auch die sind wirklich super geworden. Herrlich bizarr. Mit den Waffen ist es auch wirklich sehr, sehr, sehr originell. Das kann man anders gar nicht sagen. Super Charaktere. Also die Eiswelt gefällt mir genauso gut wie die Lava-Welt. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir haben ja noch die Steinwelt, die Dschungelwelt und die Schattenwelt, ne? Sehr gut. Alles klar, Leute. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay. Yeah.